Im heutigen Video zeige ich euch die besten Keybinds für Maus und Tastatur, die ich auch selber benutze. Also falls ihr auf Maus und Tastatur spielt, bleibt auf jeden Fall dran. Bevor es losgeht, lasst auf jeden Fall ein Like da. Das Like-Goal für dieses Video sind 1000 Likes. Wird auf jeden Fall schwer. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir auch schon an. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal in eine Map rein, damit ich euch auch zeigen kann, was die Keybinds so bringen. Ihr könnt natürlich in jede Map reingehen. Aber falls ihr mich supporten wollt, dann geht gerne in meine Map rein. Die sieht auch geil aus. Der Mapcode ist in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt auch einfach bei der Suche Aesthetic eingeben und dann ist es hier diese Map mit dem Wonder Skin. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. So Leute, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal alle meine Settings. Und wir fangen erstmal an mit diesen Settings hier. Also den Grafik-Settings, die habe ich zwar schon mal im anderen Video gezeigt, aber da habe ich auch noch andere Sachen gezeigt für FPS. Also schaut euch das gerne nach dem Video an, falls ihr auch noch eure FPS boosten wollt. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell hier durch. Natürlich ist der beste Fenstermodus Vollbild, ist ja klar. Denn dort habt ihr die beste Performance und es sieht auch am besten aus, als wenn ihr unten noch die Taskleiste habt oder einfach so eine komische Auflösung habt. Apropos Auflösung, dort solltet ihr natürlich auf jeden Fall 1920x1080 machen. Und auf gar keinen Fall 1600x900 oder 1280x720, das ist ganz schlimm. Aber ihr könnt natürlich auch Stretched spielen, dazu habe ich auch ein Tutorial, falls ihr nicht wisst, wie man Stretched einstellt. Aber im Moment spiele ich kein Stretched. Dann V-Sync auf jeden Fall aus. Eure FPS-Cap solltet ihr auf jeden Fall, habe ich gerade auch sogar falsch gemacht, immer auf eurem Monitor machen. Ich habe einen 240 Hz Monitor, deswegen habe ich es auf 240 jetzt. Aber wenn ihr keinen 240 Hz Monitor habt, sondern nur zum Beispiel, oder was heißt nur, bei einem 144 Hz Monitor, dann solltet ihr es immer auf 160 stellen, denn man sollte es eigentlich immer ein über seine Herzanzahl machen. Aber das geht natürlich bei 240 nicht, weil da kommt dann als nächstes 360 und das ist dann 120 mehr und das ist schon ein sehr, sehr krasser Sprung. Rendering-Modus solltet ihr auf jeden Fall auf Performance-Mode machen. Falls ihr euch fragt, warum ich es gerade auf DirectX 11 habe, es ist, weil ich einen Screenshot in der Wiederholung machen musste. Aber außerdem kann ich euch dann jetzt noch mehr die Settings hier zeigen. Denn die Helligkeit sollte auf jeden Fall auf 150 sein. Kontrast der Benutzeroberfläche könnt ihr nach eurem Referenzen machen, aber das Beste ist eigentlich auf 1 zu machen, also auf 0 quasi. Den Modus für Farbenblinde gibt es diese Season tatsächlich keinen, der gut ist, da könnt ihr es auch wieder nach euren Präferenzen machen, aber keiner bringt irgendwie wirklich was. Und hier bei Grafikqualität könnt ihr basically einfach alles auf 0 machen, außer die 3D-Auflösung, die ist wichtig, dass ihr die von 90 oder 80 bis 100 macht. Jetzt kommen wir mal zu den Ton-Settings und dort gibt es nicht viel, was ich euch zeigen muss, aber auf jeden Fall ein Setting, der auf jeden Fall mega gut ist, wenn ihr den anmacht. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich den gerade selber anhabe, ich meine schon. Und zwar hier bei Soundqualität, okay, es hat sich wieder umgestellt, aber Soundqualität sollte auf jeden Fall ganz wichtig auf niedrig sein. Das ist jetzt die Qualität auf niedrig. Also so hört sich es auch bei den meisten Pros an, falls euch das bekannt vorkommt. Und wenn ihr es jetzt auf hoch stellt, was ihr wahrscheinlich habt, dann hört sich das Ganze so an. Also das solltet ihr auf jeden Fall nach euren Präferenzen umstellen, aber ich würde auf jeden Fall das auf niedrig machen. Und dann können wir auch schon weitergehen zu den allgemeinen Settings. Und dort gibt es auf jeden Fall auch ein paar Sachen, die ihr umstellen solltet. Türen automatisch öffnen solltet ihr meiner Meinung nach auf ausmachen. Denn sonst könnte es ja zum Beispiel sein, dass ihr irgendwo campt oder so. Und dann öffnet sich die Tür dauerhaft und ihr könnt das Ganze nicht machen. Also das würde ich auf jeden Fall auf ausmachen. Hat auch eigentlich kaum Vorteile. Dann Waffen automatisch aufnehmen auf jeden Fall auch auf aus. Und ganz wichtig ist es, dass ihr das hier zum Wechseln mit Waffe am Boden halten auf anmacht. Das habe ich auch schon in meinem letzten Video gesagt. Und zwar könnt ihr dann nämlich einfach Waffen tauschen, die auf dem Boden liegen, mit einer bestimmten Waffe aus eurem Inventar, ohne dass ihr erst die Waffe droppen müsst. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das anmacht. Dann Edit on Release habe ich auf jeden Fall auf an. Also das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt, aber für Anfänger und auch fortgeschrittene Spieler ist das auf jeden Fall besser auf Edit on Release, also auf Bearbeiten hier. Der Rest hier ist eigentlich auch egal. Machen wir jetzt weiter mit den HUD-Settings, die sind eigentlich auch relativ egal. Dort kann ich euch nur mal mein Fadenkreuz zeigen und das habe ich auf jeden Fall auf zusammengerechnet und Treffer und Symbole. Finde ich besser, aber könnt ihr auch machen, wie ihr wollt, genauso wie die Größe. Nur HUD-Option würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das ein bisschen runter zu machen, so von 60 bis 80 und nicht auf 100, weil dann habt ihr einfach viel mehr Sicht im Spiel. Die Sachen hier sind dann jetzt nur für Controller, deswegen braucht ihr die nicht. Und jetzt kommen wir mal zu den Sensitivity-Sachen ab. Aber dort könnt ihr die nicht so einfach kopieren, denn ich habe eine sehr, sehr niedrige DPI. Das Problem ist nur, bei meiner Maus, ich blende euch die hier mal ein, das ist eigentlich keine Gaming-Maus und deswegen kann man da tatsächlich nicht die DPI umstellen. Also nicht mit Werten. Natürlich kann man die umstellen, aber man sieht nicht, welcher Wert das ist. Was ziemlich komisch ist, deswegen sind die hier für euch auf jeden Fall viel, viel zu hoch. Aber bei Sensitivity würde ich euch auf jeden Fall eh nicht empfehlen, da was von anderen YouTubern zu kopieren oder von Pros. Denn das kommt auf jeden selber an. Und dort müsst ihr es einfach ganz lange testen, bis es für euch perfekt ist. Und ihr könnt es natürlich auch jederzeit umstellen. Jetzt kommen wir auch schon endlich zu den Keybinds. Und dort habe ich natürlich erstmal normal WASD. Und das ist eigentlich alles ganz normal. Ich scroll hier durch, falls ihr da irgendwas sehen wollt. Kampf ist auch noch normal. Ich lade auf R nach. Waffen aufsammeln auf E und so finde ich auf jeden Fall am besten. Die ganzen Standard-Settings.
Dann bei Waffenslots habe ich tatsächlich das nicht gebindet, steht hier zwar, aber benutze ich nicht, weil ich das mit dem Mausrad mache. Da ich eben so ein Mausrad habe, womit man das gut machen kann, weil es sich nach jedem Roller quasi lockt. Das ist kompliziert zu erklären, aber macht das so, wie es für euch gut ist. Nur ich würde euch auf jeden Fall mindestens empfehlen, den ersten Waffenslot oder da, wo ihr eure Pump habt, auf Caps zu machen oder auf irgendeine andere Taste in Nähe WASD. Denn so könnt ihr dann immer, wenn ihr zum Beispiel, ich zeige es euch mal kurz, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade irgendwie euch healt oder so und das im letzten Slot habt und dann müsst ihr nicht einmal rüber scrollen bis zu Pump oder so halt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel schnell zu Pump wollt, könnt ihr dann einfach Caps machen oder eure Taste, die ihr da gerade eingestellt habt und dann seid ihr direkt bei der Pump. Das Ganze ist auch gut beim Moving Item, zum Beispiel wenn das jetzt ein Grappler wäre, der Mini, dann kann ich mich grabbeln und dann im Flug auf die Pump gehen und den Gegner hitten. Dann kommen wir jetzt mal zu den Bausettings und die sind natürlich schon sehr interessant. Keine Ahnung, wie die das hier gemacht haben mit der Maus, das sind halt einfach meine Maustasten, die zeige ich euch gleich mal. Und zwar ist es jetzt bei der Wand, habe ich die obere Maustaste. Ich habe so zwei Maustasten am Rand, ihr habt wahrscheinlich auch mindestens zwei, hoffentlich mal für euch. Und dort habe ich eben die Wand und dann auf der unteren die Treppe. Das habe ich damals so gemacht, was immer noch cool ist, dass ich halt immer quasi einfach die Maustasten so zusammendrücken kann. Und dann baue ich halt so hoch, also eine normale Ramp einfach. Und dann muss ich da nicht irgendwie eine Sache auf der Tastatur drücken und eine auf der Maus. Dann habe ich die Cone auf V und den Boden auf X, was ich auch sehr gut finde. Ich glaube, Cone ist sogar normal auf V, bin ich mir gar nicht sicher. Aber das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Kommt auch immer darauf an, wie groß eure Finger sind. Bei manchen weiß ich, dass sie nicht so gut an V drankommen. Aber das müsst ihr auf jeden Fall so machen, wie es bei euch geht. Aber X auf Boden finde ich auf jeden Fall perfekt. Denn so könnt ihr dann immer eben, wie gerade gesagt, das Hochramp machen mit den beiden Maustasten. Also so. Und dann könnt ihr immer noch den Boden dazu machen und dann habt ihr halt einfach ganz einfaches Treppebandboden. Ups, das war natürlich jetzt nicht so gut. Also einfach so. Und das ist dann einfach immer ganz einfach. Ist zwar sonst auch nicht so schwierig, Treppebandboden, aber es vereinfacht es auf jeden Fall. Und das sind eben für mich die besten Bausettings. Ja, die anderen Keybinds sind eigentlich alle irrelevant. Die sind alle für irgendwelche komischen Sachen. Und ja, Leute, damit war es tatsächlich jetzt auch schon mit diesem Video. Tragt natürlich gerne meinen Creator-Code ein, Lenny-OG, falls ihr mich supporten wollt. Also, falls ihr das Video gefallen hat, tragt den Creator-Code ein, Lenny-OG. Abonniert den Kanal, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und spielt gerne meine Map. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr seht hier, wie geil die aussieht. Und ciao.